Die meisten von euch spielen sich wahrscheinlich schon seit Tagen durch die riesengroße Welt von Far Cry 5 und wer da ein wenig Abwechslung sucht, für den haben wir in diesem Video die aktuell 7 coolsten Easter Eggs im Spiel. Starten wollen wir dazu nördlich von Fall's End. Hier gibt's in einer dunklen Höhle passend ein Easter Egg zu Far Cry Primal, dem Steinzeitableger der Serie. Eindrucksvolle Wandmalereien von Steinzeitwesen gibt es hier zu bestaunen. Ein anderer Far Cry Ableger war damals ja Far Cry Blood Dragon und den gibt's natürlich auch als Easter Egg im Spiel. Östlich vom Hope County Gefängnis kann man nämlich Hinweisschilder zu den Filmaufnahmen vom neuen Blood Dragon Kinofilm entdecken. Am Filmset dann die nächste Überraschung. Der Regisseur wird in der deutschen Version nämlich von Rick von den Space Frogs gesprochen. Diese Weicheier in Hollywood könnten so einiges von dir lernen. Das Ganze entpuppt sich sehr schnell als Nebenmission und driftet dann später komplett ab. Das amerikanische Publikum wird das Leben! Du wirst von Bluetooth getrieben! Du gierst förmlich nach Rache! Jetzt die Kopfschüsse! Gib geil Kopfschüsse! Geil will überall Gehirnmasse sehen! Auch beim dritten Easter Egg geht es um Far Cry-Teile aus der Vergangenheit. Hier besuchen wir in der nördlichen Region den guten alten Herc, der ja auch schon in vergangenen Teilen der Serie mitgespielt hat. Das eigentliche Easter Egg hierbei sind Umzugskartons, die mit Orten aus den letzten Far Cry-Teilen beschriftet sind, natürlich mit denen, wo Herc auch mit von der Partie war. Easter Egg Nummer 4 dagegen ist ganz schön gruselig. Am Übergang von Holland Valley zu Hebane River gibt es direkt nach der großen Brücke eine Art Geisterhaus. Wer hier einmal im Nachbargebäude den Strom aktiviert hat, der kann das gruselige Spektakel selber erleben. Direkt am Ende des Geisterhauses wartet auch schon unser nächstes Easter Egg. Hier entdeckt man nämlich einen roten Ballon, der doch sehr stark an einen ganz bekannten Horrorfilm erinnert. Die gleichen Ballons findet man auch noch an anderen Orten des Spiels und passend dazu gibt es noch die fiese Lache des Clowns am Telefon zu hören. Weiter geht's mit Easter Egg Nummer 6 und wieder etwas Lustigerem. Bei Peaches Tierpräparationen gibt es nämlich einen singenden Fisch, den ihr aktivieren könnt. Ubisoft nimmt sich damit auch ein Stück weit selber auf den Arm, denn dieses Easter Egg gab es auch schon in Watch Dogs zu sehen. Unser letztes Easter Egg findet ihr südlich vom Hope County Gefängnis. Hier scheint eine ganze Stadt mit Schaufensterpuppen oder Crashtest-Dummies ausgestattet zu sein. Das Skurrile dabei sind aber nicht die Figuren selbst, sondern in welchen Positionen sie sich befinden. Solltet ihr noch andere Easter Eggs aus Far Cry 5 am Start haben, dann schreibt sie gerne hier direkt unter das Video und natürlich freuen wir uns wie immer über ein Like, wenn euch unser Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.